Heute bei Eichkron TV: Der Fasching ist zurück, der Marktplatz wird prämiert und das Weihnachtsflair wird verlängert. Hier ist wieder Eichkron TV, Ihr Magazin aus der Region zwischen Rangau und Eichkron bei Frankenfernsehen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die diesjährige Faschingssaison biegt ja langsam aber sicher in die Zielgerade ein. Und bei uns in Westmittelfranken liegen einige der Hochburgen der fünften Jahreszeit. Nicht nur in den großen Städten, auch in eher kleinen Gemeinden, wie zum Beispiel Markterlbach im Landkreis Neustadt-Aisch-Bad Windsheim. Wir waren bei der diesjährigen Punktsitzung für Sie mit dabei. Hallo, mein Name ist Simone Fasel. Ich bin die Vorsitzende und Präsidentin des Faschingskomitees Markterlbach. Heute startet unsere zweite Prunksitzung. Ich bin wirklich sehr stolz, 5 Stunden Abendprogramm fast komplett aus eigenen Reihen zu haben. Wenn die Fanfare klingen, die Band den ersten Einzug spielt und alle aufstehen und wir dann in die Sitzung starten. Das ist ein richtiger Gänsehautmoment. Eine der schönsten Abende, die ich hier in Markterlbach verbringen durfte. Super Veranstaltung, super Leute, die hier auftreten. Einfach sagenhaft. Mir hat eigentlich bisher am besten gefallen die ganz Kleinen, wo heuer das erste Mal getanzt haben. Also ich möchte nicht wissen, welche Aufregung den kleinen Mädels war, hier, wenn sie das erste Mal tanzen dürfen. Echt super. Ich bin sehr stolz auf Markterlbach, was für tolle Highlights sie heute gebracht haben. Also die vielen Tanzauftritte, die tolle Komik. Ich mag Fasching eigentlich schon immer, weil ich bin aus Franke und da mag man Fasching. Und ich komme ja auch aus Erbach, deswegen gehört einfach dazu. Wie lange sowas ungefähr dauert, so eine Sitzung zu organisieren, das ist schwierig zu rechnen. Es bin ja nicht nur ich, die hier organisiert, denkt, plant, macht. Ich würde sagen 500 Arbeitsstunden, aber auch über mehrere Köpfe verteilt. Natürlich sind viele auch schon Monate dabei, Reden zu schreiben, Tänze einzustudieren und sich einfach mit Rat und Tat uns entgegenzustellen und mit uns zusammen dieses Ereignis zu planen. Ich freue mich, vielleicht sind die Sie ja auch mal Gast bei uns auf der nächsten Sitzung. Und auch in den letzten 14 Tagen gab es wieder viele interessante Ereignisse bei uns in der Region. Wir haben einige der wichtigsten Meldungen für Sie zusammengefasst. Hier ist unser Nachrichtenüberblick. Die ersten Störche sind zurück. Und das abermals früher als sonst. Die Rückkehrer wurden in Bayern gesichtet. Diese sind aber nur ein kleiner Teil der Zugvögel. Und sie kommen nicht wie gewöhnlich aus Afrika, sondern meist aus dem Elsass oder Spanien. So der Landesbund für Vogelschutz. Die Störche, die in Afrika überwintert haben, kommen erst im März oder April wieder nach Deutschland. Auslöser für das veränderte Überwinterungsverhalten sollen die Zuchtprogramme aus den 50er und 60er Jahren sein. Dass der Klimawandel eine Auswirkung auf die Tiere hat, ist bis jetzt reine Spekulation. Ein Storch ist also somit nicht immer ein Frühlingsbote. Der Markterlbacher Marktplatz gehört zu den schönsten Wohlfühlplätzen in Bayern. 30 Kommunen hatten sich in einem Wettbewerb namens Fußgängerfreundliche Stadt- und Dorfplätze mit Konzepten zur Aufwertung ihrer öffentlichen Räume beworben. Der erste Preis ging jetzt in den Landkreis Neustadt-Aisch-Bad Windsheim.
Der achtköpfigen Jury des bayernweiten Wettbewerbs gefiel vor allem der barrierefreie Marktplatz in Markt Erlbach. Auch die Nachhaltigkeit wurde wertgeschätzt. So wurde auf dem Platz die historische Pflasterung wiederverwendet. Ab sofort bietet sich für Interessierte jeden Freitag die Möglichkeit, an einer spannenden 30-minütigen Kurzführung durch die Dauerausstellung des Bayerischen Landesluftbildzentrums in Neustadt an der Aisch teilzunehmen. Anschließend haben alle Besucher noch die Zeit, selbstständig Luftbilder zu recherchieren oder die Ausstellungen zu erkunden. Bis auf gesetzliche Feiertage finden die Kurzführungen jeden Freitag von 15.30 Uhr bis 16 Uhr statt. Eine Anmeldung ist dabei nicht erforderlich. Auch der Eintritt ist frei. Jetzt geben wir ganz kurz ab in die Werbung und danach zeigen wir Ihnen, wie in Burg Bernheim die Zeit der Weihnachtsmärkte im Januar mit einem Winterzauber verlängert wird. Also, bleiben Sie dran, es lohnt sich. Bis gleich. Adelsdorf ist mobil. Adelsdorf startet durch. Machen Sie mit beim Carsharing-Projekt für die Gemeinde. Umweltfreundlich, nachhaltig und günstig. Info und Buchung unter 09195 9432 121. Die flinke Liese, der Seniorenfahrdienst der Stadt Höchstadt, fährt Sie zum Einkauf, zum Arzt, zu Ihren Lieben, zum Seniorennachmittag. Kostenfrei, sicher und voll elektrisch. Die flinke Liese, der Seniorenfahrdienst der Stadt Höchstadt. Von Montag bis Freitag in allen 23 Ortsteilen. Fahranmeldungen unter der 09193 62 61 43. Mehr an Auswahl. Bei uns gibt's alle Marken. Mehr an Service. Wir wissen, was wir tun. Mehr im Portemonnaie. Nicht nur beim Leasing günstig. Mehr in der Region. Familiengeführt seit 2001. Autohaus Eckendörfer. Nur in Mehr, Gerhardshofen. Was ich Gutes getan hab. Gutes getan. Schwierig. Ich hab einer Frau das Leben gerettet. Gutes tun kann so einfach sein. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Werde Stammzellspender und registriere dich jetzt auf dkms.de. Bei Weihnachtsmärkten hat man bei uns in Franken ja eine große Auswahl. Ob Stelldichein der Generationen im Ortskern, Schlossweihnacht in alten Gemäuern oder mit Feuershow vor dem Rathaus. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Doch spätestens einen Tag vor Weihnachten enden all diese Märkte abrupt. Aber muss das eigentlich so sein? Muss es nicht, sagen sich immer mehr Gemeinden und freuen sich über Initiativen, um auch nach den Feiertagen sogenannte Wintermärkte zu ermöglichen. Einer der größten seiner Art war bis Ende Januar in Westmittelfranken zu Gast. Der Winterzauber Burg Bernheim bot dabei für alle sportlich Aktiven eine Eisfläche, fränkische Kulinarik und einen großen Glühweinstand, aber vor allem winterlich romantisches Ambiente im direkten Anschluss an die Weihnachtszeit. Die Idee dazu kam ganz einfach 2019 schon, eine Eisbahn zu eröffnen, einfach ein Wintergeschäft zu eröffnen, was nicht bei uns gibt. Und durch Corona ist es dann leider auf Eis gelegt worden. Letztes Jahr haben wir uns dann wieder gedacht, jetzt nehmen wir das wieder in die Hand und haben das Planen wieder angefangen, haben mit Burg Bernheim angefragt. Und der Bürgermeister Matthias Schwarz war total begeistert. Dann haben wir das Planen angefangen komplett. Und jetzt stehen wir hier vor den fertigen Winterzauber in Burg Bernheim. Ein weiteres Merkmal vieler Weihnachtsmärkte wurde ebenfalls weitergeführt. Thementage mit speziellen Angeboten für die verschiedenen Altersklassen der Besucher. Wobei am letzten Wochenende der Burg Bernheimer Veranstaltung
der Thementag erst nach Sonnenuntergang richtig zur Geltung kam. Wir haben heute die Schmiedenacht, also ein besonderes Thema. Wir haben einen Metallbauer aus Ansbach, haben wir organisiert, haben angefragt, dass, ob die mit ihrer Schmiede kommen möchten. Die waren sofort einverstanden, waren total begeistert und jetzt sind sie hier und schmieden mit den Kindern Herzen oder auch Blätter oder was auch immer die Kinder haben möchten. Wir werden auch nächstes Jahr die Schmiedenacht wieder hier stattfinden lassen und wir haben auch schon Anfragen bekommen, dass andere Schmieden mitkommen möchten und dass es noch größer wird als dieses Jahr. Wer also einmal den Hammer im nachweihnachtlichen Ambiente schwingen möchte, für den stehen die Chancen gut, auch im nächsten Winter in Burg Bernheim auf seine Kosten zu kommen oder auch in weiteren Gemeinden auf die neuen Wintermärkte zu treffen. Und auch in den nächsten zwei Wochen gibt es wieder viele interessante Veranstaltungen bei uns in der Region zwischen Rangau und Aischgrund. Wir haben einige der interessantesten Events wieder für Sie zusammengefasst. Hier sind unsere Veranstaltungshinweise. Am Samstag, den 4. Februar, spielt im Kultursaal der Fortuna Kulturfabrik in Höchstadt an der Aisch die aus Finnland stammende Band Gankino Circus bei den Finnen ein Cabaret-Konzert. Der Beginn ist um 20 Uhr und der Preis beträgt 23,50 Euro. Weitere Infos gibt es auf der Homepage von Höchstadt an der Aisch unter dem Veranstaltungskalender. Am Samstag, den 11. Februar, steigt in der Neustadthalle am Schloss in Neustadt an der Aisch eine ultimative Faschingsparty mit Maskenprämierung. Veranstaltet von der Fastnachtsgesellschaft Geißbock e.V. Beginn ist obligatorisch um 19.33 Uhr. Der Preis beträgt 12 Euro und es gibt Karten per Mail unter ticket@fg-geißbock.com. Und am Sonntag, den 12. Februar, gibt es in der Aischgrundhalle in Adelsdorf eine große Kinderfaschingsparty, veranstaltet vom Sportclub Adelsdorf. Dauer ist von 14.14 Uhr bis 18.18 Uhr und der Preis beträgt pro Person 2,50 Euro. Karten gibt es direkt am Einlass. Und das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Aischgrund TV. Wenn Sie mögen, dann sehen wir uns wieder ab 13. Februar bei Frankenfernsehen oder bei Franken Plus. Alle unsere Sendungen zum nochmal anschauen gibt es übrigens unter aischgrund.tv oder auch in der Frankenfernsehen Mediathek. Bis zur nächsten Sendung wünschen wir Ihnen eine schöne Faschings- und Winterzeit und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut. Dich jetzt der Krebs umgebracht.